zu den Unternehmen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Es wird interessant heute, weil ich die Fragen schon kenne, meine Damen und Herren. Im Gegensatz zu meinen Gästen, die heute wieder illustre Menschen sind, die vor mir sitzen. Bastia, ja. Ich habe gehört, du kannst den Kofferraumdeckel eines Ford Escorts tierisch nachahmen, stimmt das? Ja, wenn man ihn öffnet. Früher gab es mal so ein, also in den 80ern, dieses Auto, machst du hinten, puff, und dann, das Geräusch kennen viele. Kann man den auch wieder zumachen? Ja, kann man auch. Ist ja. Aber ich wollte einfach mal das sehr, sehr häufig gemacht. Ja. Ich finde das, aber nur vom Ford Escort, von anderen. Alle anderen Autos hatten Fiat, das ja nicht. Nee, das kann ich nicht. Dieses Nein? Geräusch ist aber geklaut worden, und zwar von dem Konkurrenzsender. Richtig. Und zwar immer, wenn er in die Pause geht, hört man was? Genau, RTL. Das Geräusch kommt da. Das wissen viele nicht. Ja. Jetzt weiß ich. Das ist ja toll. Fängt gut an heute. Hier ist auch sehr interessant, finde ich jetzt auch, und auch sehr witzig. Wollen wir anfangen? Nein. Ich bin bereit, Herr Beiler. Ich kenne die Fragen. Es wird furchtbar heute. Okay. Für euch. Es wird furchtbar. Ich beginne mit Boris Schmitz. Boris Schmitz wohnt in Kiel. Und Boris Schmitz möchte wissen, was ist ein schlaffer Schwingel? Ach. Ja, nicht. Ha. Sollen wir es sagen? Ich muss ja nicht schauen, mit nichts mehr zu tun haben. Ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es ist mit Sicherheit nicht das, wofür wir es halten. Das könnte durchaus sein. Ja. Ich würde sagen, es handelt sich dabei um einen weichen Klöppel in einer Glocke. Um einen weichen Klöppel in einer Glocke? Ja, damit es nicht so laut gongt. Das ist süß. Eine Glocke, die nicht zu laut ist? Ja. Ist um einen weichen Klöppel in einer warmen Glocke. Ja, in einer sehr, sehr warmen Gegend. Also schlaffer Schwingel oder Schwengel oder Schwingel? Schwingel. Schlaffer Schwingel. Schlaffer Schwingel. Schwingel. Ich finde, das hört sich nach Gorch Fock an. Bitte Gorch was? Fock. Ja. Nein, aber ich bin irgendwie bei einem Segelschiff, oder? Schlaffer Schwingel. Klar. Schwingende Segel, schlaff, Schlaffende Windstille. Schwingel. Ich möchte lösen. Bitte. Das handelt sich hierbei um einen Vogel, der keine Lust mehr hat zu fliegen. Man sagt ja zum Beispiel auch, wie der scheue Kalmück, das wäre ein Pilz zum Beispiel. Ja, ja, ist so. Der scheue Kalmück, Pilze ja. Sind bekannt und der schlaffe Schwingel ist bekanntermaßen ein Vogel, der einfach da so sitzt halt. Bleib doch mal bei den Pilzen. Das ist ein Pilz? Nein. Ach so. Trotzdem, aber sehr gutes Gespräch. Schön. Sehr gutes Gespräch. Aber wir fanden es schön. Das ist nichts aus der Botanik, oder so sagen wir. Doch. Ja? Doch. Es ist was aus der Botanik. Schlaffer Schwingel, es hört sich wirklich so an wie irgendeine es Pflanze, ist oder? Etwas aus der Botanik. Ja. Und ist es ein Schwengel oder ein Schwingel? Schwingel. Weil ein Schwengel könnte ja durchaus ein Stiel sein, ne? Ein schlaffer Schwengel. Schlaffer? Die Tulpe an sich, die so etwas müde in der Vase abhängt, könnte ja durchaus ein schlaffer Schwengel sein. Die Orchideen, die haben doch so, so ganz vorne so gebogene Kelche. Und in diesen Kelchen sind so gebogene Dinger Nupsis. Drin. Nupsis drin. Ja, die bei Stimmt. Ikea fehlen, die sind bei den Orchideen drin. Das sind schlaffe Schwingel, weil die sind geschwungen wie Schwingel, aber schlaff, weil sie nach unten gehen. Damit die Kolibris, ja, ist auch ein E drin, wie im Schwingel, da dran kommt. Soll ich noch das Geräusch von dem Auto nachmachen? Nein. Da bist du jetzt drauf gekommen, weil er gesagt hat, lass uns mal bei Pilz bleiben. Stimmt das? Ja, deshalb kam ich auf Kolibri. Du erinnerst mich an eine... Also Botanik ist richtig. So. Vielleicht meinst du Bier. Habe ich auch gedacht. Pilz. Bitte was? Pilz? Nein, nein, Bier. Nein, 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 nein. Botanik. Er meint doch Mittelalter. Er meint nämlich Boot antik. Botantik. Das ist nein. Schlaffer Schwingel. Warum ist es denn kein Pilz? Es hört sich doch sehr nach einem Pilz. Es kommt aus der Botanik, soweit sind wir, und es ist kein Pilz. Ein Kaktus, ist das sonst auch immer ein Kaktus? Das wäre aber eher ein spitzer Schlingel. Ja, stimmt. Schwingel. 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 Ist mit kein Kaktus. Geht es bei der Botanik darum, dass es ein Teil einer Pflanze ist oder ein Teil, um eine Pflanze zu bearbeiten? Du guckst den Falschen an. Es wäre die Frage, ob es da... Na, dann denke ja, mal... Sein. Botanik, Herr Gott, nochmal. Botanik ist ja nun ganz... Ist es eine Zierpflanze? Ihr kennt es alle. Eine Zierpflanze. Ist es ein Baum?
Das ist auch kein Bauch. Es möglicherweise deswegen schlaff und schwingelnd, weil es sich unter Wasser befindet? Ist es vielleicht eine Unterwasserpflanze? Nein. Nein. Aber sehr. Ist es, um auf Herrn Höckerchen zurückzukommen, etwas um in der Botanik zu arbeiten oder etwas anzupflanzen? Eine Gartenkralle meinst du? Das ist ein sogenannter Kultivator übrigens. Ach, so heißt das? Ja, natürlich. Nein. Nein. Es handelt sich also um eine Pflanze. Es ist der Name einer Pflanze. Nicht nur einer. Die Trauerweide, da hängen doch die Bäume einfach so runter. Und diese Äste, die hängen ohne eigene Stabilität zu besitzen, die nennt man schwacher Schwingel. Schwacher. Schwacher, ja, aber nicht schlaffer Schwingel. Das ist der das Bruder vom ja, Schlaffer. Wir sind ja nah dran. Ja, deshalb ist das ja auch falsch. So richtig wäre. Also bevor ich es euch sage, gebe ich euch eine kleine Hilfe. Es gibt nicht nur den schlaffen Schwingel, sondern auch noch den Hartschwingel, den Glanzschwingel und den Riesenschwingel. Und den Bestoffschwingel. Finde ich immer gut. Gut. Wir sind doch in einer Sexboutique. Nein! Gut. Wir sind in der Botanik. Könnte denn ein Schwingel sein? Also das müsste euch ja jetzt aber reichen als Hilfe. Ist das ein Züchter-Ehrgeiz bei der Osterglocke an sich? Die Osterglocke hat doch innen drin auch so einen schönen Schwengel, Nüpsi, Nupsi. Wobei wir wieder bei Glocke wären, was Glocke. Ich am Anfang dachte. Ja, und es gibt doch bestimmt verschiedene Arten, Osterglocken zu züchten. Vielleicht gibt es da eben Riesenschwengel, glänzende Schwengel, schlaffe, irrigierte. So. Ich hätte gerne die irrigierte Osterglocke aus dem Schaf. Was ist denn ein Schwingel? Ich werde es euch sagen. Bitte. Also Botanik ist richtig. Also Hartschwingel, Glanzschwingel, Riesenschwingel gehört auch dazu. Und zwar, der schlaffe Schwingel gehört zur Familie der sogenannten Süßgräser. Zum Beispiel schlaffe Schwingel, Roggen, Weizen, Gerste. Das sind schlaffe Schwingel. Die Süßgräser. Was sind Riesenschwingel? Bitte was? Riesen. Mais ist bestimmt Riesenschwingel. Mais. Ja. Gibt bestimmt auch was Riesenschwingel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber danach habe ich ja nicht gefragt. Wollt ihr wissen, was schlaffe Schwingel ist? Also, jetzt wissen wir das auch. Boris Schmitz aus Kiel, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Jetzt kriegen wir. Dirk Freudenberg wohnt in Mülheim am Main und hat eine sehr interessante Frage. Wir alle kennen und lieben Heinz Schenk. Warum wandte Heinz Schenk 1985 bei einer Ausgabe des Blauen Box plötzlich der Kamera den Rücken zu? Ja, weil ihm das Gebiss rausgefallen ist. Richtige Antwort, ja. Korrekt. In Offenbach am 23. Mai 1985, Heinz Schenk sang wie immer das Begrüßungslied, als ihm bei einem langen Ton plötzlich die Oberkieferzahnprothese rausfiel. Und er hat sich intensiv sofort umgedreht und das Teil wieder reingeschoben. Haben Sie gesagt intensiv oder meinen Sie intuitiv? Beides. Instinktiv. Ja. Instinktiv. Er hat instinktiv, intuitiv und intensiv umgedreht. Wieso sagt er nicht einfach sofort? Das oder so. Ja, Dirk, es tut mir leid, hätte ich nicht gedacht, aber Frau von Sinnen. Fällt mir auf, er hat ab da immer draußen gelassen. Ja. Ich habe immer gedacht, warum sieht der Mann seit diesem Tag so komisch aus? Aber er wollte einfach verhindern, dass. Was war eigentlich der blaue Bock, wenn ich das kurz einschiebe? Im blauen Bock beim Äppelwein, da singt man frohe Lieder. Im blauen Bock beim Äppelwein, da lass dich ruhig nieder. Ja, ihr Lieben! Jetzt nochmal Dieter nur alleine. Nur, es ist eine sehr intellektuelle. Wir kommen zu Lars Gerling, er wohnt in Meerbusch und Lars hat folgende Frage. Warum werfen die Fans der Detroit Wings vor Heimspielen ihrer Mannschaft achtbeinige Tintenfische aufs Eis? Ach, das ist also eine Eishockeymannschaft. Ja. Und Wings heißt Flügel. Ja. Und Detroit wird die Stadt sein, wo diese Eishockeymannschaft spielt. Es wäre Quatsch, wenn die Detroit Wings heißen und in Chicago spielen. Also, vielen Dank. Das haben wir auch schon erlebt. Und die haben also Fans, die vor dem Spiel Tintenfische auf das Eis werfen. Achtbeinige. Achtbeinige? Wieso hat der Oktopus dem Namen nach immer acht Beine? Vielleicht, ich nehme an, dass es auch sechsbeinige gibt. Und vielleicht das auch glaube ich nicht, sonst hieß er nicht Oktopus, Herr Beine. Aber gut, das soll nicht geklärt werden.
Man weiß es nicht. Wir wollen den alten Mann jetzt mal nicht überfordern. A, sind diese Oktopusse, Pussys, wie ist der Plural? Ich weiß nicht. Sind die lebendig oder tot? Ich nehme an, dass die nicht mehr lebendig und sind. Und werfen die aufs Eis mit einer Schnur, um sie dann auch wieder zurückzuziehen, oder bleiben die Fische dann da liegen? Ich denke mal, irgendeiner wird sie vorm Spiel wegräumen, hoffentlich. Weil sonst wäre es albern. Ich könnte mir vorstellen, dass der Oktopus an sich so kleine Schleimauswürfe hat und danach das Eis besonders lecker glibberig ist. Lecker, wenn die fallen. Völlig klar. Dieter weiß es, nein? Nicht? Weil Maulwürfe auf Eis keinen Sinn machen. Also, Detroit Wings sind ein Profi-Eishockey-Team aus den USA, das wissen wir. Machen die das immer oder erst seit kurzer Zeit? Es kann ja sein, dass einer von den Hauptstars auf dem Eis irgendwie was mit Tintenfischen zu tun hat oder ein Nickname hat. Also so wie wir im Ding. Ich sage euch mal als kleine Hilfe, seit wann die es machen? Seit 1952. Ach doch. Ach, das war die große Tintenfischplage in Detroit. Die hatten einfach welche übrig. Ja. Ich nehme an, 1952 hat der berühmte Eishockeyspieler Calamari diese Truppe zu großen Erfolgen wie sagt man das überhaupt im Eis? Gepuckt. Ja. Der kleine Puck, ja. Und seitdem werfen die. Die werfen die runter und die saugen sich fest. Und die Gegner kriegen das aber nicht so mit und hauen dann auf diese Tiere ein, weil sie sie mit dem Puck verwechseln. Genau. Und werden disqualifiziert wegen Tierquälerei. Der Plan ist, dass die diese, das sind ja Eishockeyspieler, sind ja auf dem Eis. Ich sag's einfach mal so. So, pass auf. Pass auf, und der Plan ist, dass die, ne, die müssen ja klein gemacht werden und diese Kufen, ja, die da drüber, man sieht die schon so schön und dann machen die lustige Sushis daraus hinterher. Ja genau, die schmelzen nachher das Eis, das ist aber eigentlich Fett. Ja. Und dann sind die direkt durch. Mein Tipp ist... Ich weiß es. Die Tintenfische haben ja, auch wenn sie tot sind, noch ihre Farbdrüsen. Und dann müssen sprich die einfach... Sprich jetzt bitte so weiter. Ja. Sprich bitte so. Und zuvor findet immer in der Woche dort eine wertfreie Veranstaltung statt. Zum Beispiel so etwas wie Eiskunsttanzen und so etwas. Und dann sind die Linien verboten. Und irritieren die Eistänzer. Und vor dem Eishockeyspielen fehlt die Zeit, um Linien wieder in das Eis zu ziehen. Und deswegen werfen die diese Tintenfische runter, dass die Spieler da so raufhauen und dann diese Tintenfischen dann so als Linien dann noch so auf dem Eis. Aber mit der Tinte, das finde ich prinzipiell ganz lustig, dass sie mit der Tinte das Emblem von den Detroit Wings da. Das meine ich doch. Ja. Und die Linien eben. Aber es gibt ja auch rote Linien. Sind das dann weibliche, die das ihre Menstruation? Rote Linien. Das sind Indianer-Tintenfische. Meine Theorie geht dahin. Und zwar, der Oktopus ist ein Symbol für die Zahl 8. Weil 1952, die dürfen ja eigentlich nur mit 6 Leuten pro Gegner, pro Mannschaft spielen, haben sie aufgrund eines Fehlers, was der Schiedsrichter nicht beachtet hat, mit, da steckt es schon drin, 8 Spielern gespielt. Ein Spiel gewonnen und es ist ein gutes Omen, jetzt wieder 8-füßig da was hinzuwerfen nach dem Motto, zeigt's den. 8 Spieler, 8 Füße. Ist der, der Oktopus ist ein Symbol für die Zahl 8, aber es geht nicht um Spieler, sondern... Hab 8 soll es heißen. 8 Tore. 8 Tore, es war also eine Mannschaft, die einmal 8 Tore... Ich glaube, 8 Tore ist super wenig für Eishockey, oder? Sehr, sehr wenig. Super wenig. Guck mich nicht so an, da kann ich mich nicht konzentrieren. 1952 gab es einen Spieler mit der Nummer 8, der da für Furore gesorgt hat. Also es ist richtig, was Hoeker sagt, dass der Oktopus ein Symbol für die Zahl 8 ist und dass man aus diesem Grunde diese Tintenfische heute noch darauf schmeißt. 8 Minuten vor Schluss, Entscheidungstor. Aber warum? Die lagen mal 8-0 zurück und haben trotzdem noch gewonnen. Und das soll ein Zeichen der Hoffnung sein. Falsch. Das muss ich leider wissen, sonst... Um 8 Uhr geht das Spiel los. Ja. Du kennst dich doch
auch mit Sport aus. Wie viele Viertelchen haben die denn beim Eishockey? Drei Viertel. Also ich glaube drei nicht, Viertelspiele nehmen. Genau. Ich glaube nicht, dass ihr drei Viertelchen. Auch sehr bekloppt. Ich glaube nicht, dass ihr drauf kommt. Also in Minute, nicht in Minute acht, erste Minute, also achte Minute irgendwie alle Tore dann geschafft oder acht Minuten vor Schluss irgendwas geschafft. Acht Spieler haben es geschafft. Nein. Ihr seid Zuschauer und die fand es aber super. Auch nicht mit einem historischen Ereignis 52. Ihr seid nah dran. Ein Mensch mit der Rückennummer 8. Haben wir schon gesagt. Ihr seid nah dran, Magic aber Calamari. Ihr werdet nicht drauf kommen, deswegen werden wir Lars einfach das Geld gönnen. Aber es ist im Prinzip, hat es ja Bernhard Hoeker schon fast erraten. Trotzdem, wenn ich das jetzt so gelten lasse, ist Lars böse. Ich werde es euch sagen, um den Stanley Cup zu gewinnen, ist die wichtigste Trophäe im Profi-Eishockeysport, musste man in den 15 Jahren bei den sogenannten Playoffs 8 Siege erringen. Und um der eigenen Mannschaft Glück zu wünschen, warfen im April 1952 zwei Fischer ein paar achtbeinige Oktopusse aufs Eis. Es half, die Detroit Wings gewannen damals den Stanley Cup und seitdem gibt es die Tradition. Ach, aber glaube. Oktopusse aufs Eis. 1995 schleuderten zwei Fans einen 39 Pfund schweren Oktopus auf die Spiele. Und 1996 sogar einen 50 Pfund schweren. Und das Eis ist gebrochen dann? Oder? Nein, aber der Oktopus. Aber der Schiedsrichter. Lars Gerling, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Ralf Aigner wohnt in Vaterstetten, das liegt in Bayern. Ralf, ich begrüße Sie. Und Ralf möchte Folgendes wissen. Warum zahlte die irische Rockband U2 1988 für einen Automaten voller Kondome 500 Pfund? Ja, weil da 500 Kondome drin waren. Oder? Nee. 1988, U2 für einen Automaten. Das wird irgendwie ein AIDS-Benefiz gewesen sein. Und da war dieser Sänger dabei und der hat halt für 500 Euro. Bono. Nein. Hat er den Automaten ersteigert? Das könnte sein, aber nein. Mal ja, mehr, dass er das Ding einfach nicht aufgekriegt hat, oder? Der hatte eine Münze reingeworfen, hat gezogen, kam nichts, hat die nächste Münze hinterhergeworfen. Hat gezogen. Kam wieder nichts. Kam nichts. Noch die Geschichte dauert jetzt, die Geschichte jetzt ein bisschen. Das macht er jetzt 500 Mal. Nach dem 500. Fundstück hat der Automat wahrscheinlich oben so eine Anzeige, Bingo gemacht und er hatte den Apparat mitgenommen. Nimm mich. Sie brauchten ganz schnell Kondome, aus welchem Grund auch immer. Warum? Weiß ich nicht, wenn man selber... Warum braucht man sowas nicht? Warum braucht man Kondome? Warum braucht man schon Kondome? Das ist für mich schon kein Thema mehr seit langem. Aber warum? Ich meine, Kondome, ja schön, schön und gut, aber warum einen ganzen Automaten? Man brauchte vielleicht, die haben einen Videoclip gedreht, wo ein Kondomautomat drin vorgekommen. Das berühmte Video von Where the Streets Have No Name, da meine ich einen Kondomautomaten gesehen. Nee. Normalerweise ist das bei diesen Rappern, dass die immer 500 Frauen im Hintergrund haben. Das sind so dicke Rapper und die brauchen dann wahrscheinlich auch 500 Kondome. Nein, das ist ja immer nur, die sind ja nur da. Die sind doch nur dahin. Die haben 500 Pfund dahingelegt und das war jetzt nicht das Gewicht eines Kalamares. Die haben die 500 Pfund mit Sicherheit nicht dahingelegt. Aber die haben das bezahlt und dafür dann bitteschön einen Kondomautomat. Nein. Gut, das hilft nicht. Also, das müssen die Frage noch einmal vorlesen. Ja, genau, bitte, den genauen Wortlaut. Das ist nicht ganz ruhig. Wir haben einfach nur die Frage nicht verstanden. Irische Rockband U2 1988 für einen Automaten voller Kondome 500 Pfund. Vielleicht ist es gar nicht. Irische. Irland. Das ist Irland. Das Stichwort. Irland. Toll, Irland. Ich sag nur Irland. Jetzt seid ihr dran. Basti. Total einfach ab jetzt. Ihr werdet lachen, Irland ist das Stichwort. Ja eben, Irland ist das so, er ist katholisch und der berühmte Pope, der verbietet doch gerne Kondome. Weiter. Und, was? Das war der erste Kondomautomat in Irland und U2 hat den gekauft, weil sie gesagt haben... Nein, haben die nicht gekauft. Das war der erste Kondomautomat. Und was ist passiert? Er ist zerstört worden und U2 hat gesagt, wir ersetzen Kondome. Und da hat die irische Regierung gesagt, wir verbieten Kondomautomate aufzustellen. Und da hat U2 gesagt, wir finden aber einen guten Plan im Zeitalter von AIDS und deswegen kaufen wir einen und stellen den vor unserem Probenraum auf. Nein, schade, jetzt wird's falsch. Ja, ja, schade, also, schade. Mann. Wir sind hier satana dran, Kinder, los! 500 Euro, die haben 500 U2 Pfund doch, in Dublin haben die doch mehrere Häuser, die Band U2 hat in Dublin mehrere Häuser. Vielleicht ist es genau andersrum, das heißt, die haben da irgendwie eine seltene Gastwirtschaft oder einen großen Veranstaltungsraum, wo man weiß, dass da viele Leute hingehen, die gerne... So. So, und dass die dann nicht auf die Straße. So, und deshalb kauft man einmal einen Kondomautomaten und weil das halt verboten war, also genau andersrum als vorher. Aber sie haben ihn vielleicht in eine Kirche gestellt oder in die Nähe einer Kirche. Das ist eine gute Idee. Die, ja, wieso? Das ist vielleicht tatsächlich eine gute Idee, natürlich, weil es ja vielleicht Bedürftige gibt, die dort auch aus anderen Gründen Hilfe suchen und vielleicht dadurch an ein Kondom gekommen sind,
Erinnern Sie vorher nicht dran. Vielleicht, vielleicht für Ihren verboten. Ist das jetzt das Gesicht Oliver Nahrmann? Ich weiß es nicht. Nein. Herr Balder, machen Sie mal Mimik jetzt, ein bisschen Mimik. Ist das ein bisschen der Oktopus? Ist es vielleicht so? Nicht. Ist es vielleicht so, dass weil die Kondome in Irland auch verboten wurden, die Gruppe U2 diesen Kondomautomat in einem anderen Land gekauft hat, um sie unter ihren Fans bei einem Konzert zu verteilen? Ich habe nicht gesagt, dass die Gruppe U2 einen Kondomautomaten gekauft hat. Doch. Die Frage lautet, warum zahlte die irische Rockband U2 1988 für einen Automaten voller Kondome 500 Pfund? Damit er nicht den gehört, dem er gehört, weil den hätten sie es weggenommen. Nee. Ich glaube, die haben den irgendwo aufgehängt. Es war der erste Kondom und das war noch verboten. Sie mussten einfach eine Strafe zahlen. Richtige Antwort. Ach Mann! So, ich lasse das. Ich lasse das so gelten, obwohl Ralf Aigner mit mir nicht ganz einverstanden sein wird. Aber kriegen wir ihm doch 500 Kondome dafür. ihr müsst jetzt selber entscheiden, ob wir dem Ralf die 500 Euro geben oder nicht. Das Wort Strafe wollte ich hören, das ist gefallen, allerdings in einem etwas zu anderen Zusammenhang. U2 übernahm die 500 Pfund Strafe, die gegen den Plattenladen Virgin in Dublin verhängt worden war. Denn dort war 1988 der erste öffentliche Kondomautomat aufgestellt worden, in diesem Plattenladen. Es war verboten, damals in Irland öffentlich Kondome zu verkaufen und U2 hat die Strafe von Virgin übernommen. Wie man ja in der Kelly-Familie so sieht, im Übrigen, jetzt ist das verboten. Ich wusste, dass das kommt. Verboten war, ja, natürlich. Jetzt hat Hohegeier gesagt Strafe, er meinte aber, dass U2 die Strafe bekommen hat. So war es nee, ja nicht, die aber sie haben die Strafe bezahlt. Und ich finde auch, weil wir Virgin nicht gesagt haben, kriegt der Junge 500 Euro. Wollen wir es machen? Ja. Daniela Seif kommt aus Münster, ist heute hier. Wo sitzt sie? Daniela? Wo? Daniela? Hallo. Hallo. Vorsicht, der Onkel hat Gift. Ja. Ja, Daniela möchte gerne wissen, wir haben mal wieder eine schöne Redewendung, ein Brett vor dem Kopf haben. Woher stammt diese Redewendung? Ein Brett vor dem Kopf haben heißt Begriffsstutzigkeit, ne? Ja. Wer einen älteren Bruder hat, ja, weiß das. Einfach, ja. Nee, oder heißt es was anderes? Heißt ja, es begriffsstutzig kann man gelten. Ich habe ein Brett vorm Kopf, heißt doch, ich schnall etwas nicht direkt, oder? Man, ich ja, habe genau, ein Brett vorm Kopf. Genau. Ich schnall. Darüber hinweg nicht mehr gucken können, weil man so einen engen Horizont hat. Ich zum Beispiel. Ich kenne das. Mein Bruder hat mir grundsätzlich immer alles auf den Kopf gehauen, was er hatte. Heute sagt man auch wenn was. Wenn er Bretter hatte, dann hat er auch Bretter genommen. Dadurch hängt sich der Horizont stark ein. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber woher kommt diese Rede von? Ein Brett vor dem Kopf. Durch aus dem Englischen. A bread for the head. Eine Bäckerei. Ein Bäcker, der beim Arbeiten zu tief in das Teig, in den Teigtiegel hineinguckt und dann ein Brot vor dem Kopf hat vielleicht. Dann würde es ja heißen, ein Brot vor dem Kopf. Ja, ein Brot vor dem Kopf. Aber es heißt ein Brett vor dem Kopf. Ja, das ist überliefert worden im Laufe der Zeit. Bread. Ist mir schlecht. Vielleicht aus der Jägerei, dass jemand ein Rehhagel, also wenn es zum Beispiel Reh hagelt, dann jemand ein Wildbrett vor dem Kopf hat. Ein Wildbrett. Von einem Reh erschlagen wird, sozusagen. Reh. Otto Rehhagel. Ja. Auf der Autobahn. Ja. Gut, ein okay, alles das nicht. Das heißt ja Wildbrett. Ich wollte es nur ausschließen. Ist mir klar. Es ist auch falsch. Zwei Theorien hätte ich anzubieten. Die eine, die kommt aus der Sklaverei. Das ist und schön, zwar, das interessiert mich. Und, die ja. Also, die andere. Soll ich direkt die andere sagen? Ja. Ich meine mal gelesen zu haben, Schmiede hätten früher beim Schmieden zum Schutz ihres Körpers irgendwie hinter so einem Brett gestanden und das haben die irgendwie so davor gehabt und hatten dann so ein Brett vorm Kopf bei der Arbeit, also so direkt vor sich. Wie lange hat es gedauert, bis sie die Scheibe da reingemacht haben? Frage ich mich. Also Schmied. Ich kann ja. Vom Pranger kommt das, oder? Man hat so die Arme da drin gehabt und das Brett vom Kopf. Und danach war der Horizont auch stark eingeengt. Ist es etwas aus dem Bereich Turmspringen? Ja. Turmspringen? Ja. Wenn der Sprung in die Hose geht. Kacke-tschong, kacke-tschong, kacke-tschong. Ich wollte das nicht weiter ausführen. Trotzdem schönen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, das ist was wie Seefahrt. Und zwar
Die unter Deck waren, um zu rudern zum Beispiel, die konnten ja nicht rausgucken, weil da waren ja die Bretter von den Schiffsplanken, die das so verdeckt haben. Sonst lief das Schiff ja voll Wasser. Genau. Ja, aber genau. Ben Hur ist auch auf einer Galeere gefahren und er war ja auch kein Depp. Wer? Ben Hur. Ben Hur. Oder? Nein. Es wundert mich, warum ihr nicht draufkommt, wenn man durch eine Tür geht und sich oben am Balken stößt. Muss ausgerechnet Hoeker sagen. Ich nehme mal. Und was ist, wenn es aus der Schule kommt? Weil wenn es was mit Begriffsschutzigkeit zu tun hat, hat es vielleicht was mit Lernen oder Universität zu tun. Und man hat ja die Schüler gerne mal in die Ecke gestellt. Vielleicht hat man früher noch etwas anderes mit denen gemacht und die hatten dann ein Brett vorm Kopf. Bei der Schule sollten wir mal bleiben. Na bitte. Dann kriegt Daniela Geld. Ah! Manchmal hasse ich sie, Herr Bass. Vielleicht ist es aus dem Bereich der Begräbniskunde. Der Begräbniskunde? Ja, ich möchte noch mal zurückgehen zu der Überlegung, das Brett vom Kopf ja bedeutet, dass Menschen dumm sind. Ja? Sagt man ja. Das Brett vom Kopf ist dumm, hat nichts zu sagen. Jetzt haben natürlich Leute, die verstorben sind, auch nicht mehr so furchtbar viel zu sagen. Nicht direkt, Die haben ja bekanntermaßen ein Brett vor dem Kopf. Vielleicht kommt es daher, dass man früher gesagt hat, also der ist irgendwie sozusagen... Was? Opa ist jetzt ziemlich dumm. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es... Okay, bleiben wir dabei. Welche Art Menschen, die dumm ist, hat ein Brett vor dem Kopf? Vielleicht waren das damals im Krieg so die Leute, die mit einem Schild vor einem Kämpfer hergegangen sind. Und Achtung, hatten dieses Front. Die Zum Krieg hier lang. Wie wäre es denn? Hinten drauf stand. Wie wäre es denn mit Mulis, Eseln, Pferden oder anderen Zugtieren? Weil man behauptet ja immer, Esel seien dumm. Wir beide wissen, du bist auch ein Eselfan, dass es nicht so ist. Aber vielleicht ist also das Zugtier an sich oder der Ochse, die haben ja immer die Bretter, um schwere Gewichte zu ziehen. Richtige Antwort. Daniela, sie hat leider den Ochsen noch gesagt. Wenn sie beim Esel geblieben wäre... Hätten sie gesagt, ganz weit weg. Also früher hat man störrische Ochsen ins Joch gezwungen, indem man ihnen die Sicht nahm. Und zwar durch ein Brett, das man ihnen vor den Kopf gehängt hat. Und dann sind die einfach losmarschiert. Aber die waren doch auch sowieso doof. Ja, aber... Auch ohne Brett. Das heißt ja also, die Bedeutung ist an sich, Brett vom Kopf nicht sehen können, worum es geht, so heißt es. Brett Sinclair. Brett Sinclair. Daniela, es tut mir wahnsinnig leid. Hätte Ihnen gern das Geld gegönnt, aber beschweren Sie sich bei der dicken Frau. Ja. Es tut mir wirklich leid, aber mein Ehrgeiz ist dann auch manchmal zu groß. Ja. Wir kommen zu Hendrik Mutz. Er wohnt in Gelsenkirchen und hat eine sehr interessante Frage. Warum hat jede Flasche des original norwegischen Linie Aquavits 40.000 Kilometer hinter sich, bevor sie getrunken wird? Kann ich das nochmal? Ich wiederhole es nochmal. Warum hat jede Flasche des original norwegischen Linie Aquavits? Was heißt Linie? So heißt der Aquavit. L-I-N-I-E. Ja, Linie. Wie man die Linie? Linie Aquavit. Das heißt, schade, dass Georg Uecker nicht hier ist. Der ist Norweger. Ja. 40.000 Kilometer hinter sich, bevor sie getrunken wird. Ich glaube, dass in der Fabrik, da wo die Flaschen abgefüllt werden, mal längere Zeit das Band nicht angehalten werden konnte. Also, ich zeig euch mal die Pulle, das kann ich machen. Also Linie Aquavit wird in Oslo hergestellt, der sieht so aus, heißt wirklich Linie Aquavit und wird nur in Oslo hergestellt, nur. Und Aquavit ist ja ein Kartoffelschnaps, veredelt mit Kümmel, natürlich. Koriander und Anis. 40.000 Kilometer. 40.000 Kilometer. Jede Flasche. Hat die hinter sich, wenn sie wo ankommt? Bevor sie getrunken wird. Vielleicht laufen die Leute so lange, bis sie zu den Geschäften kommen. Das klingt doch nach einer fürchterlichen EU-Norm oder sowas. Ist das nicht irgendwas, wo es dann heißt, das damit geht nur überhaupt über, nicht. Wenn sie das über Finnland die ausführen? Die Bestandteile, die zu diesem Linienaquavit verarbeitet werden, kommen vielleicht nicht gerade aus Norwegen. Sondern von viel, viel weiter her. Weil der Deckel in Ulm hergestellt wird. Man nennt ihn ja auch den Ulmer Deckel. Den Ulmer Deckel. Ulmer Deckel. Ja, oder sowas. Ich weiß es. Bitte.
Ist ja ganz klar. Die Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometern. Und wenn die Flasche jetzt einen Tag lang auf derselben Stelle steht, hat die im Grunde 40.000 Kilometer hinter sich. An dieser Stelle möchte ich diese Sendung keinen Grimme-Preis bekommen. Aber, stimmt das? Nein, ich finde nämlich diese 40.000 Kilometer fand ich nämlich auch ganz weil bloß Oslo liegt genau auf einer Linie, einem bestimmten Längen- oder Breitengrad die ist und nur gedacht, jede Flasche, ja das ist doch völlig egal, das Ding okay. hat ja auch nur einer ausgedacht, diese Frage, so. Und jede Flasche ist einmal um die Erde herumgeflogen oder transportiert worden, kommt wieder in Oslo an, ist einmal 40.000 Kilometer unterwegs gewesen und jetzt, Herr Balder, ziehen Sie Warum ran. Soll denn die Flasche 40.000 Kilometer Weil die Frage sonst keinen Sinn ergeben würde, Herr Balder. Die Frage ergibt einen Sinn. Das heißt, ein Teil der Flasche, entweder, entschuldige bitte, du weißt es. Entschuldige, mein Fehler. Nein, ich habe jetzt einfach gedacht, dass die Flasche, ist ja ganz klar. Ich meine, wenn man in Paris irgendwie Langusten isst, dann sind die ja auch. Wenn man an der Küste in Frankreich Langusten isst, dann kommen die ja auch wieder aus Paris. Das wird ja alles nach Paris geliefert. Ist das vielleicht zurück. Einfach das Herstellungsverfahren dieses speziellen Schnapses mit diesen vielen, dass die Flasche selber so viel Umdrehungen braucht, damit diese Wirkstoffe miteinander greifen, dass das insgesamt 40.000 Kilometer ergibt, innerhalb der Fabrik aber. Das, werden diese 40.000 Kilometer innerhalb einer Fabrik zurückgelegt? Nein. Ich glaube, es ist ein Zeitraumkontinuum. La, 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 la. Ich glaube... Aber es ist doch richtig, was Olli gesagt hat, dass nämlich, dass, bevor es überhaupt jemand trinkt, ein sehr entscheidender Hinweis ist. Genau. Denn vielleicht wird das zwar in Oslo hergestellt, nach altem, traditionsreichen norwegischen Braurezept, bla bla, aber es darf in Norwegen nicht verkauft werden. So, und hier setzt meine Geschichte an. Nämlich, ich mache mich so gern wichtig hier. Und zwar, indem die nämlich einfach die gar nicht in den Supermarkt stellen dürfen. Denn bevor sie jemand trinkt, heißt ja nicht, dass es ein Norweger, der es jetzt beim Edeka von denen gekauft hat, überhaupt bekommen. Habe ich jetzt eins nicht verstanden. Ich auch nicht. Aber es kann doch sein, dass die einfach nur nicht verkauft werden. Ja, irgendwie zwar so ein alberner Zauber. Die müssen aus einem anderen Land eingeführt werden, damit der Norweger es überhaupt saufen darf. Da oben haben sie doch ohnehin immer so ganz, ganz große... Komplett in Oslo hergestellt. Aber wird sie in Oslo und wird verkauft? Da auch komplett leer gesoffen. Nein. So, damit wir mal auf einem Niveau sind. Diese Pulle haben wir ja auch nicht in Oslo gekauft. Sondern? Ja, ich nehme an, hier irgendwo. Ist das 40.000 Kilo? Lassen Sie die doch bitte mal da oben stehen. Ich lasse die gerne Vielleicht inspiriert stehen. Uns das ja. Vielleicht steht das auf der Flasche drauf. Ja, genau. Können wir die mal alle näher sehen? Ich zeige euch... Außerdem brauche ich langsam einen Schnaps her mit der Pulle. Ich zeige euch die Flasche, wenn ich die Antwort gegeben habe. Ja, nochmal. Deswegen ist die Flasche... Da ist ein Schiff vorne drauf. Und Linie bedeutet, dass es eine Schiffslinie ist. Und Schiff und Linie bedeutet immer eine weitere Strecke. Möglicherweise wird dieses Getränk tatsächlich in irgendeiner Form, bevor es ausgeliefert werden darf, über den großen Teich geschickt nach Amerikanien. Warum? Was? Warum? Ja, naja, weil der einfach vielleicht ist da irgendeine Inkredenz hier drin, die man auf der anderen Seite der Erde, also 20.000 Kilometer entfernt, bekommt, zum Beispiel in Südamerika. Welche? Wasser. Hab ich vorhin am Anfang schon gesagt. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Es geht um eine typische südafrikanische... Ich behaupte immer noch, dass man nur das Haltbarkeitsdatum in Ulm oder sowas drauf machen kann. Also Teile der Flasche, ernsthaft. Ja, aber Olli hatte ganz am Anfang doch schon sowas mit den Ingredienzien gesagt. Das sind Ingredienzien, da sind die es dort gar nicht gibt. Es weiß ja keiner, was Ingredienzien sind. Das sind Sachen, die da drin sind. Sachen, die wo da drin sind. Vielleicht wird das Etikett in Panama gedruckt. In Panama, genau. Das Etikett wird in Panama. Ja, vielleicht aus völkerverbindenden, vielleicht ist ja Panama-Stadt eine Partnerstadt von Oslo. Panama-Stadt. Und die Frage ist, warum fahren die das ganze Zeug runter, tun das dann da unten rein und fahren es dann wieder hoch, anstatt nur das von da unten da hoch zu fahren? Richtig. Danke, ich krieg 500. Schreibt das mal auf. Ich werde es euch sagen, ihr werdet nicht drauf kommen. Also, dieser Aquavit wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Oslo gebraut. Und dieser Schnaps, dieser hochprozentige, wird zunächst ein Jahr in spanischen Sherry-Holzfässern gelagert, bevor er
auf ein Schiff verladen wird, auf dem der Aquavit nach Australien und wieder zurück nach Norwegen schippert. In den Dschungel. Warum? Ja. Warum? Das kriege ich jetzt erst einen Schluck Aquavit, Herr Balder, bevor ich die Erklärung höre. Dabei überquert der Linie Aquavit zweimal den Äquator. Linie ist norwegisch und heißt Äquator. Und wird dann erst zum Verkauf ausgeliefert. Und auf der Innenseite der Flasche, auf der Innenseite des Etiketts, ich gebe es euch gleich, sind Name des Schiffs, sowohl die Reisedauer als auch der Inhalt abgedruckt. Ich gebe es euch gleich, da könnt ihr lesen. Könnt ihr hier anfangen, weil sonst ist nachher nichts mehr drin. Ich wollte euch nur schnell noch sagen, warum das überhaupt gemacht wird. Bitte. Denn es wäre ja albern, das einfach so zu machen. Super Geschichte auf jeden Fall. Das glaubt doch keine Sau. Die Legende nach war um 1850 eine Ladung Aquavit von Norwegen nach Australien geschifft worden. Nun war aber der Empfänger in Australien verstorben und deshalb brachte der Kapitän den ganzen Alkohol wieder zurück nach Norwegen. Und dort stellte man fest, dass der nun sehr sanft und fein schmeckte, dieser Aquavit. Viel besser als vor der Abreise. Und seitdem wird dieser Aquavit jedes Mal, bevor er ausgeliefert wird, 40.000 Kilometer einmal nach Australien geschippert, in den Fässern und wieder zurück, zweimal über den Äquator. Man glaubt, es liegt eventuell an dem Seegang, dass der da so besonders nett durchgeschaukelt hat? Denkt man, das nimmt man an. Das ist der Grund. Und wenn ihr reinguckt, es ist dort auch zu lesen. Es steht alles drin. Genau. Steht alles drin. Also auf jeden Fall, Hendrik Mutz aus Gelsenkirchen, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere. Wohnt, wie schon der Name sagt, in Ockenheim. Und trinkt Aquavit. Ja, nein, in Nähe von Bingen am Rhein. Hat eine sehr interessante Frage. Warum besuchen 166 Menschen das Münchner Olympiastadion regelmäßig ganz in Weiß? Fiat Lux, eine Ausstellung von in einem Stadion. Weil die da heiraten. Sich alle untereinander. Im Münchner Olympiastadion. Das sind die Leute in diesen weißen Schutzanzügen, die nachdem Bayern München gespielt hat, die kontaminierten Tribünen der Gegner. So ein Trainingsseminar für Sanitäter und Ärzte ist, damit die im Notfall die Oktopusse wegmachen können. Ja. Sehr gut. Das sehr ist gut. Eine sehr gute Antwort. Ja. Aber falsch. Ist aber falsch. Sehr schön. Also sehr 166 Menschen. Warum besuchen 166 Menschen das Münchner Olympiastadion regelmäßig ganz in Weiß? Ist die Zahl immer gleich? Sind es immer 166? Immer 166. Und immer in Weiß? Immer in Weiß. Und die Regelmäßigkeit sagen Sie uns jetzt nicht, ob das alle 5 Jahre ist, alle 2 Wochen? Nicht alle 5 Jahre, schon weg. Vielleicht ist eher gibt alle doch, 2 Wochen. Es gibt die, doch alle 2 auch Wochen. Die Mannschaft. Eher alle 2 Wochen. Der Schornsteinfeger ist es nicht. Korrekt. Klingt nach Heimspiel und Auswärtsspiel. 166 Personen. 166 Heimspiel. Üben die dort in diesem Stadion eine Sportart aus? Nein. Und sagen Sie uns, seit wann die das machen? Seit Mittwoch. Schon länger. Jedes Jahr? Vielleicht werden regelmäßig diese Birnen, die in den Flutlichtmasten sind, ausgewechselt. Und damit das nicht so lange dauert, gibt es für jede Lampe einen zuständigen Lampenreinigungsfachangestellten. Und jetzt kommen Sie, 166 Lampen. Hieronymus Bosch. Ja. Genau, und damit denen unter den Lichtern nicht warm wird, haben die was Weißes an und nichts Schwarzes. Genau. Das ist doch eine gute Idee. Gute Idee. Ja. Nein, auch falsch. Die machen das verdeckt zu, das können einfach nur 166 Leute machen. Die machen das verdeckt zu. Ja, da gibt's doch so, ist das nicht so, so eine Arena, die dann so überdacht? Was ist denn das für ein Geräusch, wenn das verdeckt zugeht? Das können nur 166 Leute machen. Also, ich werf's euch an. Es sind ausschließlich Azubis einer bestimmten Firma. Es ist der Sponsor des FC Bayern München. Sponsor des FC Bayern München ist... Popel. Nein. Siemens. Ach, Linie Aquavit. Nein. BMW, wir haben so einen Moment. T-Mobile, ne? Telekom. Telekom, ja. So sieht's aus. Ach, die üben da, sich da hinzustellen. Die sind alle in Weiß gekleidet. Firmenlogo. Und machen das T-Logo und die 3 Punkte. 166 Leute. Ist übrigens bei Champions League-Spielen verboten. Irgendwann war ich beim... Logo, Werbung, ja, schade. So sitzen sie da. Andreas Kölsch aus Ockenheim, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr schön. Darin Pelker aus Amberg möchte wissen, was versteht man unter Zwergentod?
So. Ich möchte mich da raushalten, mein Privatleben hat nichts mit dieses. Es ist ein Haarwuchsmittel natürlich. Ja, aber das wird doch irgendein kleiner, ein lustiges Getränk sein, oder? Ist das nicht so ein Schuss? Komm, hier im Zwergentod noch drei Stück oder so. Nee. Auch nicht. Vielleicht sind wir bei Gletschern, Bergen, Bergformationen. Richtig. Wie richtig? Richtig. Wie richtig, richtig? Richtig, richtig. Richtig, richtig, richtig? Richtig, richtig, richtig. So, weil ich bin nämlich bei Riesen und Gletschern und Zwergentod sind kleine Gletscher, die abbrechen oder irgendwie sowas. Falsch, 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 falsch. Aber immerhin, Berge war richtig. Berge war richtig. Danke, jetzt seid ihr dran. Die heißen denn... Ich bin schon mal fokussiert, dass Berge jetzt einfach mal richtig. Also die Antarktis und der Nordpol, die benutzen ja gerne für ihre Eigenarten komische Begriffe wie abkalben. Also wenn ein Stück Eisscholle ab und dann ein Eisberg wird. Und wenn diese Leute, die alle ins Wasser springen, das machen. Genau, und machen Werbung für Langnese. Ja. Die gibt es nicht mehr, aber ist egal. Und wenn der schmilzt, wenn so ein kleiner Eisberg schmilzt, so ein kleiner Eisbär und sein letzter Tropfen gefrorenes Wasser übergeht in die salzige Flut, dann nennt man das ein Zwergentod. Ich weiß auch, wie es klingt. Ja, Platsch. Wie denn? Soll ich dir noch mal eine Vorlage geben? Machst du das zweite Geräusch auch noch mal? Ich mach das. Gletscher fließen ja zum Teil ganz schnell. Gerade in Südamerika haben die oft 4 Meter im, machen die... Pro? In der, das spielt keine Rolle in welcher Zeit. Ja, Hauptsache 4 Meter. Auf jeden Fall sind Zwerge ja sehr klein. Ehrlich? Und wenn jetzt so ein Zwerg rennt, dann kann das sein, dass ihn der Gletscher überholt. Was versteht man unter Zwergen? Denn oben in den höheren Regionen gibt es ja auch noch seltene Früchte. Wenn die zum Beispiel von den welche denn? Na, zum Beispiel ein Männlein steht im Walde. Gipfeldatteln. Und wenn die jetzt zum Beispiel herabfallen auf Spaziergänger, dann ein sogenannter Fruchtzwerg quasi. Aber Sie meinen, das war die richtige Richtung mit seltenen Pflänzchen, die tot gehen? Überhaupt nicht. Nee. Zwergentod. Berge und Zwergenmützen hat nichts damit zu tun? Nein. Geht es um 7 Berge vielleicht, weil es ja auch 7 Zwerge gegeben hat? Geht's auch nicht. Nein. Peter, ich habe gerade den Anschluss verloren. Ich glaube, ich sag's euch. Weil, also als Hoffensinn, was mit Bergen sagt, dachte ich, hoppla, jetzt aber. Aber nee, ich werde es euch sagen. Den sogenannten Zwergentod stirbt man beim Klettersteigen. Klettersteigen hangelt man sich an Felsen hoch, und zwar an Eisenhaken, die in gewissen Abständen in Felswänden verankert sind. Jetzt kann es passieren, dass die Haltegriffe so weit auseinander liegen, dass ein kleiner Mensch den nächsten Griff nicht erreichen kann. Das heißt, er muss also wieder runter, und also in Bergsteigerkreisen sagt man... Herr tut mir, ich habe auch ein Herz. So. Kleines, aber ich habe auch ein Herz. Es tut mir wahnsinnig leid, Herr Holger. Ich würde sagen, Sie machen diesen Sport nie. Weil es hat keinen Sinn. Joachim Pelker, 500 Euro für Sie. Also das, ja, das ist schon traurig, nicht? Wenn so ein kleiner Mensch dann sich langhangelt. Und ist schon traurig, wenn Große immer drauf rumreißen. Der Holger kann jetzt auch einen Schluck Aquavit haben, Herr Balder. Es ist sehr traurig, dass ich die Sendung so beenden muss. Ja. Mit einem kleinen Holger, der ziemlich arm auf einer dicken Frau sitzt. Und wir tauschen. Besser als umgekehrt, Herr Balder. Aber Sie tauschen gerade. Es war sehr interessant heute, es war auch sehr lustig und das Schlussbild wird Ihnen gefallen. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.